Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Schokofabrik Tycoon Simulator Fabrikenbau. Wir bauen einen Gleiter, würde ich vorschlagen. Und zwar, also den Rucksack haben wir schon und wir brauchen Schokoplatten. Ja, das Ganze ist ein bisschen weitergelaufen. Das Ganze ist ein Achso, die laufen ja weiter. Entschuldigung. Ja, das Ganze ist ein bisschen weitergelaufen, aber ja, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Was ist das eigentlich hier für ein Spiel? Und ja, ich finde es wirklich sehr, sehr cool in dem Sinne, dass es mal was anderes ist. Es ist aber auch irgendwie so ein bisschen more of the same, ne? Muss man auch sagen. Also wir haben natürlich, klar, ne, Fabrikenbau ist halt mit Fabrikenbau. Und ich bin gespannt, was der Skilltree noch für uns übrig hat. Denn ansonsten ist das Spiel ja noch ziemlich... Also, nehmen wir mal so ein Beispiel. Die Texturen von den Maschinen, ne? Wenn du dir Spiele anguckst wie The Crust oder... hatte ich das eigentlich mit The Crust schon erzählt? Ich hatte euch erzählt, warum generell weniger Videos kommen, ne? Aber The Crust, da war das Savegame übrigens kaputt. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt zum Release mit der ersten Stable-Version nochmal sauber anspielen. Weiß jetzt nicht, wann diese Folge erscheint, aber, ne? So, wir dann gucken, wir sind jetzt im ersten Viertel Skilltrees. Also da kommen einige Sachen, da bin ich wirklich gespannt, was da passiert. Und es ist ganz schön laut hier. Ist das Spiel so laut? Fliegen euch gerade die Ohren weg? Ich will jetzt nicht auch nicht die Lautstärke ändern. Das muss ich dann in der Nachbearbeitung machen. Ich hoffe, das war jetzt nicht dauernd zu laut. Sorry. Jedenfalls, um den Gedanken zu Ende zu führen. Man kennt ihn. Die Maschinen sehen relativ gleich aus. Sie haben keine Animationen und so eine Sache, ne? Also das ist, da geht noch ein bisschen mehr. Ich meine, es ist schön gemacht. Das ist auch ein wirklich ein eigener Style. Also das würde ich schon sagen. Aber ja, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich mit The Crust vergleicht oder so, es ist schon ein Unterschied. Es ist schon ein Unterschied bei der Liebe zum Detail, bei dem Spiel, was ist hier. Deswegen bin ich sehr gespannt, was es dann erwartet. So you don't have to. Ist ja auch relativ günstig, das Spiel. So ist es ja nicht, ne? Aber ja. So, jetzt haben wir einen Gleiter. Gucken, wie der funktioniert. Auf jeden Fall sind wir damit schneller. Das ist gut. Kann man häufiger mal so ein bisschen rumgucken, was es so gibt, ne? Sehr cool. Es gibt sogar Süßigkeitenberge. Sehr schön. Ich frag mich ja, ganz ehrlich, wofür die ganzen Lollis dann noch da sind. Sekunde, ich muss ja eben kurz einmal rangehen. Ja, in meiner aktuell beschriebenen Situation wurde aus der einen Sekunde ziemlich genau, anderthalb Stunden. Wow. Ja, im Moment läuft bei mir echt alles nach Plan. So, hier läuft aber alles nach Plan. Wir machen weiter. Und zwar Sprungplattform. Gleitschirm haben wir jetzt Weizenverstärkte Schilgöplatte. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die ganze Zeit das Spiel weiterlaufen lassen, welche Quatsch habe. Oh Gott, habe ich dann geschummelt? Nee, ne? Computer sagt nein. So, nehmen wir mal mit. Und dann würde ich sagen, bauen wir die mal eben kurz. Oh, Doppelsprung ist Gleiten. Oh, wie gut. Oh, wie gut. Was tue ich hier gerade? Ich weiß es nicht. Achso, ich wollte was lernen, genau. Weizen. Förderband stapeln, das wäre natürlich auch cool.
Dann brauchen wir Schokoplatten, Zuckerkabel und Schokoziegel. Naja, das ist blöd. Wir brauchen mehr Fabriken, weil das hier alles schon von der einen Fabrik verbraucht wird, ne? Das ist wirklich ein bisschen blöd. Zuckerkabel haben wir auf jeden Fall. Schokoziegel. Huch. Aber auch zur Not noch mehr. So. Ich überlege gerade ernsthaft sehr strikt darüber. Achso, Zuckerkabel, habe ich falsch genommen. Ob wir mal hingehen sollten und weitere, ja, so Schokofabriken und so mal ranholen. Würde ich sogar wirklich machen, wenn wir genug Strom haben. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Ja. Wir hatten nämlich hier vorne in der Nähe, hatten wir ja einen entsprechenden Schokofelsen. Und da könnten wir vielleicht dann ganz einfach, naja, einfach ist hier nichts, ne? Die schmelzen und dann nur schmelzen, glaube ich, brauche ich dann, ne? Weiß gerade gar nicht. Wenn... Nee, da kommen die Schokoladen raus. Weil die eine Fabrik bedient natürlich das Dings, ne? Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Warte mal. Mal hier rüberfliegen. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen an den Gleiter. Die sind ja, also Gleiter sind ja in so Spielen immer sehr unterschiedlich. Da gibt's ja Not und Elend häufig nah beieinander. So. Und direkt für zukünftige Projekte können wir ja noch weiter was aufbauen. So, und dann machen wir hier. Ja, ich überlege gerade wirklich, ob wir so ein Zentrallager hier wohin bauen sollen, ne? Wo die Sachen dann direkt reinlaufen. Jetzt habe ich richtig Bock, so ein Lager zu bauen. Oh nein. Das wird nicht gut enden. Das können wir dann natürlich hier nicht hinbauen, weil... Das sieht mir jetzt eher so aus, als würde da so eine Betriebsfläche hinkommen. Wie wäre es denn hier? So ein Hochregallager. Aber andererseits, das muss ja nur Platz haben für die Container. Und so Flächen, dass man da rein und raus gehen kann. Das ist immer fest eingerastet, ne? Das ist ein bisschen blöd. Also ich wollte gerade gucken, ob man das irgendwie so drehen kann, dass das irgendwie von einer Seite her auf jeden Fall schön ist, aber dem ist wohl nicht so. Das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Deswegen würde ich mal Folgendes probieren. Oh. Wenn wir das... Ja, so? Oder warte mal. Oder vielleicht doch in der Richtung ausgerichtet.
dass es so in die Breite oder in die Höhe geht. Das muss ja irgendwo in die Höhe gehen. Ne? So. Gut. Und dann gucken wir mal, wie sieht das aus, wenn wir hier jetzt Container einstellen. Kann man die hier irgendwie schön einrasten? Also wenn die von da befüllt werden. Ist das jetzt egal? So kann man das dann ausrichten, oder was? Warte mal. Tatsache. Cool. So, die Frage ist natürlich, wenn wir das jetzt so hier hinbauen, jetzt nehmen wir hier Sachen raus, dann ist das jeweils... Oder sowas direkt nebeneinander bauen, um Platz zu sparen. Aber dann kann man hier irgendwie noch durch... Ich bin mir nicht sicher. Wie wir das begehen, das Lager. Weißt du? Nee. Design bei Garderul Hessen. Warte mal. Ja. Aber wir brauchen rechts und links noch sowas wie Treppenstrukturen. Ich habe keine Ahnung, wie man das hier in diesem Spiel... Ja, ich spiele das zum ersten Mal, genau wie du. Ach, du spielst das ja gerade gar nicht. Hätte ich so irgendwie sehen können, was da drin wäre, ne? Ich glaube, so ein bescheuertes Lager habe ich noch nie gebaut. Warte mal. Wieso kann ich hier jetzt nichts draufstellen? Wand. Warte mal. Nee. Normalerweise kann mit... Ich kriege hier nichts draufgesetzt gerade. Achso, da muss erst unten eine Treppe drunter sein. Was ist das denn für ein Quatsch? Siehst du? I don't know. So, dann kann man mich hier hoch und dann kann man die auch entfernen, ne? Und dann hätte ich jetzt gesagt, das war hier. Das geht wieder nicht. Das ist ja spannend. Decke? Auch nicht. Hä, wie soll das gehen? Große Säule. Nein. Kleine Säule. Ja, irgendwie, es ist noch ein bisschen, schwierig. Es ist schwierig, TM. Ich muss doch irgendwie da oben eine Decke dran kriegen, oder? Das Schöne ist, wenn ich das jetzt hier alles ausprobiere, dann brauchst du das nicht und kannst dann bei deinen Freunden angeben, wie cool du hier Lösungen für so Lagersysteme hast, ja, und kannst da bei deinen Freunden glänzen. Ne? Easy. Ich habe hier in dem Spiel ja auch noch genauso viel Zeit verbracht wie du, nämlich gar keine, wahrscheinlich. Und, wieso geht das jetzt nicht? Okay, es geht immer nur von dem Eingang zum Ausgang. Also, weißt du, was ich meine?
Ist es vielleicht besser, wenn wir erst lernen, wie wir diese Stacker bauen, dann ist das ein bisschen sauberer. Pass auf. Die Dinger. Da müssen wir, glaube ich, erstmal eine Sprungplattform bauen. Kann das sein, dass man erst das bauen muss, ne? Oh. Könnte offensichtlich mal ein bisschen was zulegen an Gewicht. Genau, die haben wir jetzt gebaut. Förderbandstapelmast. Ja, der muss ja dann auch irgendwo sein. Ach, da. Okay. So, wenn wir da jetzt das jeweils so machen, dass wir wieso waren die nicht mittig? Die müssen doch alle gleich groß sein, oder? Es war der, glaube ich, falsch rum, ne? Ne, passt. Okay, so, jetzt die Stapelmasten. Und zwar so. So. Oh, der fällt weg, oder was? Ich dachte, wir hätten die vielleicht übereinander stellen können. Den oberen wegnehmen, dass wir über den unteren reinlaufen können. Weißt du, ich meine? Auch doof. Oh. Dann müssen wir es anders machen. Dann ist hier unten wirklich nur Technikbereich. Und die Förderbänder gehen an der Seite rein. Damit wir nicht über die Förderbänder drüber laufen, weißt du, wie ich meine? Was ich meine? Warte. Ich zeige dir sofort, was ich meine. So. Dieses Einrasten, dass es nicht einheitlich ist, ne? Das nervt mich. Das ist so, da kommt hier gerade der, guck mal. Das ist doch nicht egal. Kommt hier gerade der Monk in mir durch. Na gut, dann geht's halt nicht anders. Was soll ich machen? Es sind 5 Container. Oh. Und jetzt sind alle falsch rum. Gut, läuft bei mir auf jeden Fall. Mal weg. Gefällt mir sowieso noch nicht. Ich glaube, wir brauchen auch nur am Anfang hier welche. Zwischendurch brauchen wir keine, weil die sind ziemlich teuer, ne? Obwohl Schokoziegel und Platten. Haben wir eigentlich alles genug? So. Hä? Entschuldigung, Leute, was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Was passiert denn hier? Bin ich gerade wirklich zu dumm, dass es knallt? Guck mal, der grüne Pfeil geht in die Richtung. Ja? Habt's beide gesehen? Du und ich. Auch hier, grüner Pfeil geht in die Richtung. Grüner Pfeil geht in die Richtung. Grüner Pfeil geht in die Richtung. Hm?
gefällt mir nicht. Sag ich dir, wie es ist. So, das machen wir nochmal sauber. Und zwar in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao.